Hallo Leute, ja, ich habe heute einen kleinen Haul für euch, aber zuerst möchte ich mich für 1000 Abonnenten bedanken. Ich habe es erst heute Morgen gesehen und war total perplex, denn über Nacht sind irgendwie 30, 40 Abonnenten dazugekommen. Also vielen Dank, dass ihr jetzt 1000 seid, das freut mich wirklich sehr. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also deswegen fange ich jetzt gleich mal an mit dem Haul. Und zwar habe ich bei Cosmetic Cosmo bestellt. Es gab den ganzen Dezember lang, oder halt 24 Tage, einen Adventskalender. Und hinter jedem Türchen steckte ein Produkt, das um 50% reduziert war. Ich habe dann den ganzen Dezember immer geguckt. Und denn ich hatte ein paar Dinge, die ich gerne mal bestellen wollte. Aber ja, ich möchte halt immer ein bisschen Geld sparen. Und deswegen dachte ich ja, vielleicht ist ja eins dieser Produkte halt dabei und um 50% reduziert und ich hatte Glück. Deswegen fange ich auch gleich mal an. Zuerst habe ich mir diesen Lidschatten ausgesucht. Der hat jetzt nur noch 1,99 gekostet, normal halt 3,99. Das ist ein kühler Braunton. Die Farbe heißt Erdöl. Hier habe ich den euch geswatcht. Einen Braunton mit goldenem Schimmer. Finde ich eigentlich ganz schön. Hat halt nur noch 1,99 gekostet. Dann habe ich mir den Lipgloss ausgesucht. Ich habe schon zwei Cosmetic Cosmo Lipgloss, aber den finde ich auch ganz schön. Farbe heißt, oh, ich weiß gar nicht, ist richtig rumhalte. Auf jeden Fall ist die Farbe Karamell. Trage ich auch gerade auf meinen Lippen. Einfach so ein, ja, so eine Farbe. Nicht super deckend, aber gibt einfach eine schöne Farbe ab. Die Lippen sehen halt schön durchblutet aus. Fand ich ganz passend heute, denn ich bin ein bisschen kränklich und blass. Jetzt finde ich das eigentlich ganz schön. Der hat keine Schimmer oder Glitzerpartikel. Nee, doch. Der hat ganz feinen Schimmer, aber den sieht man kaum auf den Lippen. Einfach schön glänzend. Der hat jetzt noch, ich muss eben auf die Rechnung schauen, 2,75 gekostet, sonst halt das Doppelte. Jo, aber ich bin mit der Qualität zufrieden, auch mit den anderen beiden Lipglossen, die ich habe. Nee, das war gar nicht im Adventskalender. Habe ich mir halt noch einen Nagellack ausgesucht. Den wollte ich mir eh bestellen. Ich hätte auch dafür 3,99 bezahlt. Aber es hat halt nur noch 1,99 gekostet. Das ist dieser Polarlicht. Der ist ganz neu im Shop. Ist halt ein Silber. Hat auch eine Basisfarbe. Und hat ganz viele holographische Glitzerpartikel. Wunderschön, die Farbe. Also, wurde ich auch jetzt schon gestern auf der Party öfter drauf angesprochen. Ganz cool. 1,99 hat nur gekostet. So. Dann habe ich noch was bestellt, wenn man gerade dabei ist. und zwar waren im Sale, weil die jetzt rausgehen, Stamping-Schablonen. Jede Schablone hat nur 99 Cent gekostet. Richtig reduziert. Jo, ich wollte schon immer Stamping-Schablonen haben. Oh, ihr seht ja die Kamera. Und mein Fernseher. Ich gucke gerade die Chartshow. Die Schablone noch. Und die. Und dazu halt. Ups. Diesen Schaber. Und den Stempel. Die beiden haben zusammen auch nur 1 Euro gekostet. War halt alles reduziert. Deswegen habe ich zugegriffen. Ja, dann habe ich noch eine Sache bestellt. Und zwar mag ich gerne die Pinsel. Ich habe, wie heißt meine? Lidschatten-Lisbeth. Ja, Lidschatten-Lisbeth habe ich. Und Blender Betty. Und ich mag die Pinsel total gerne. Jetzt habe ich deswegen noch, Lidschatten Lizzie gekauft. Dieser fluffige, weiße, große Lidschattenpinsel. Oh, den so weich.
Ich mag gerne mit solchen fluffigen Pinseln einfach den Lidschatten auftragen. Sieht viel schöner aus. Der war etwas teurer. Der hat 6,99 Euro gekostet. Aber finde ich auch in Ordnung. Also ich bin halt von der Qualität überzeugt. Und ja, finde ich super. Das war's mit dem Haul. Mehr habe ich nicht bestellt. Reicht ja eigentlich auch. Also ich habe die Aktion mit dem Adventskalender gut ausgenutzt. Hat sich gelohnt, finde ich. Bin sehr zufrieden mit den Sachen. Ja. Das war's auch schon wieder. Tschüss. Ach, Moment. Ich habe noch ein Nagelrad gratis dazu bekommen. Jo, cool. Tschüss.